Hallo liebe Leute, bei der Sendung Anne Will mit Weidel am 9.2. ist mir etwas aufgefallen. Ab der zweiten Hälfte ist die Regie anscheinend auf die Idee gekommen, dass man Weidel vielleicht bei Zwischenrufen ein bisschen leiser pegelt oder umgekehrt, wenn die anderen bei Weidel dazwischen rufen, die anderen ein bisschen lauter. Gerade zum Ende ist es sehr auffällig. Hier habe ich einige Beispiele zusammengefasst. Also im Rahmen der Meinungsfreiheit dürfen Sie ihn so nennen. Danke. Ne? Also ich bleibe dabei. Ja, aber es wir dürfen so ihn so nennen. Anderer Meinung. Nein, ich nur deshalb ist es eben nicht unglaublich, wenn die anderen Weidel unterbrechen, wie gleich Melanie Ammann, so ist Ammann mindestens ebenso laut wie Weidel. Eher sogar lauter. Ein Seufzer wird gleich besonders laut zu hören sein. Wenn man aber seufzt, dann macht man das normalerweise nicht so laut, dass man lauter ist als jemand, der gerade spricht. Bei Weidel wird ganz am Ende auffallen, dass sie, wenn sie in normaler Tonlage spricht, sie deutlich leiser ist als die anderen. Das wird bei den anderen aber nicht gemacht, wenn sie Weidel unterbrechen. Gerade Kevin Kühnert ist auch auffällig laut, selbst wenn er mit gedeckter Stimme spricht. Also wenn man jetzt nicht das Gefühl hat, er schreit. Frau Wagenknecht hat Herrn Höcke eben einen Nazi genannt. Das Ihre Partei muss man sich hat mal ihn einen Nazi genannt. Das muss Ihre man sich Partei. Mal vorstellen. Ihre eigene so. Partei. Aber und mich und im Übrigen so falsch, viel, so viel das ist ein Werturteil. So hat das Gericht geurteilt. Ja. Ein Werturteil darf man heute ja, wie sagen. Wie ist denn Ihr Urteil? Und ich muss ganz ehrlich sagen, wie ist ein denn Ihr Urteil? Sagen Sie doch, wie Ihr Urteil ist über Herrn Höcke. Sagen Sie doch einfach, was Sie über ihn denken. Hat, Frau Ammann, seien Sie bitte mal still. Ein Gericht hat auch geurteilt, schon ohne Sie gemacht. Hat auch geurteilt, dass man mich Nazi-Schlampe nennen darf. Wie finden Sie das denn? Nee, das war der gespielte, genervte Seufzer von Frau Ammann, Hach, ist lauter als Alice Weidels Stimme. Wie finden Sie das denn? Nee, das war jetzt nicht die Frage, Frau Weidel. Frau Weidel, Sie wollten, Björn Höcke aus der Partei schmeißen, bis Sie gemerkt haben, es könnte Ihnen dann so wie Frau Petri am Ende gehen und dann sind Sie eingeknickt. Sagen Sie es doch einfach genau so. Aber ich meine, wir können schon mal darüber reden, was Herr Höcke vertritt. Also beispielsweise hat Herr Höcke... Genauso hat er es nicht gemeint. Erstmal hat er sich dafür entschuldigt. Wir gehen jetzt wieder weg von der Frage, pardon. Offensichtlich, das merkt man ja hier auch an dieser ganzen Schmunzelei von Frau Weidel die ganze Zeit, ist es für die AfD im Bund wie auch vor Ort ein reines Spiel, was dort im Landtag passiert. Da wirft man mal so ein Fetzen rein und sagt, vielleicht wählen wir den, vielleicht wählen wir den nicht. Also die Tatsache, dass wir jetzt hier seit einer Viertelstunde über Wahlabläufe im Landtag diskutieren, hat einzig und allein damit zu tun, dass zwei Fraktionen dort in den Landtag reintragen. Kein Mensch weiß, was mit ihnen in den Landtag reingetragen wird. Sie machen einfach nur eine große Showveranstaltung da draus. Mir ist wichtig, zu Abgeordneten mir ist, zweiter Klasse. Mir ist wichtig, der Staat Israel hat uns zugerufen. Wenn euch noch weitere Stellen aufgefallen sind, könnt ihr es ja in die Kommentare schreiben. Das mit der Pegelei ist nichts Neues. Schon im Sommerinterview 2018 mit Gauland von Thomas Walde sind mutmaßliche ZDF-Angestellte, also Demonstranten, die aber auch schon in Talksendungen gesehen wurden, waren plötzlich genauso laut zu hören wie Gauland für den Zuschauer, obwohl sie mehrere hundert Meter weit weg standen oder mindestens 50 Meter. Auf jeden Fall, Gauland und Thomas Walde waren auf einem Schiff und die Demonstranten standen auf der Straße, auf jeden Fall mehrere Meter entfernt. Ist so. Okay, wir versuchen es einfach mal weiterzumachen. Nehmen Sie, kommen damit klar? Gut, nochmal die Frage. Sie haben da keine Alternative für Deutschland? Ich habe persönlich keine Digitalisierungsstrategie. Okay. Sie sprachen an, man müsse die Menschen schützen. Ja. Neue technische Möglichkeiten bringen ja neue Formen der Wirtschaft. Airbnb zum Beispiel. Und sie waren ganz laut zu hören. So dass klar war, das Ganze war inszeniert und das ZDF hat die Leute hochgepegelt. Ihr könnt ja auch noch schreiben, was ihr von der Sendung insgesamt haltet. Macht's gut.